Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alice Madness Returns. In den letzten paar Folgen haben wir das hier gemacht. X. Haben wir es jetzt hier schon gemacht? Ich weiß es gar nicht. Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das haben wir schon gemacht. Sie begann, gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Okay, ich würde sagen, ich mache hier einen kurzen Cut und wir kommen dann gleich wieder zusammen, wenn das fertig ist. Bis gleich. Und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Das haben wir jetzt auch wieder schon geschafft. Es war tatsächlich was anderes. Ich hatte nur gedacht, wir hätten das aus der letzten Folge nicht gemacht. Und hier fehlen scheinbar die Texturen. Ganz komisch. Naja, wir laufen jetzt zum Berg hoch. Guck mal so, was ich noch so alles habe. Gut. 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 Ich weiß wieder alles. So. Was machen wir denn hier oben? Ich habe nicht den geringsten Schimmer. Wir müssen Wasserpfeife blasen. Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Oh. Es ist schon cool, wenn man so einen Rock hat, der... Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Raupe ist das. Okay. Die Zeit verändert uns alle. Ich muss sagen, ich habe gerade wieder ein bisschen Gänsehaut. Also, an Krankheit ist das Spiel nicht zu übertreffen. Hey, du da. Das reicht jetzt. Wirst wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult, irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street, Insekten verwünscht und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tja, eine Bedrohung für sich selbst, aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe, vor der Mermaid geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und
Wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatsch, den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutegel, du Made, lebst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Konntest du doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Als wenn wir der Dauergast wären. Naja, vielleicht sind Verrückte da auch wirklich Dauergäste. War das denn die Karotte? Na, steht da, wenn er ausgenüchtert ist, wird dieser Kerl wohl in die Zelle kommen. Ziehen in der Nachtstraßen vorher. Ja. Scheinbar sind nicht nur in Deutschland die Arbeitslosen ein Problem. Ja, es sind ja auch nicht nur in Deutschland die Arbeitslosen ein Problem. Überall ist das Problem mit der Arbeit. Hm? Ich habe meinen freien Tag. Was war's diesmal? Exhibitionismus, illegaler Hahnkampf, Gossensprache. Okay. Wenn's geht. Wartet mal. Lass mich mal durch und lass mich mal die Frau da näher in Augenschein nehmen. Was hat die? Es muss doch wehtun, dass man so eine. Nee, ich guck mir das nicht länger an. So eine schmale Hüfte ist ja unmenschlich. Was ist denn jetzt wieder los? Kaum kommt mein Freund, falle ich wieder in Ohnmacht? Okay. Es ist schon irgendwie schräg. Wir sind zurück in diesem Tal. Nein, nicht im Tal der Tränen. Aber wir haben hier wieder unser altes Kleid an. Ey, wie geil sieht das denn aus? Schwein? Schnauze? Geil ist das denn gemacht? Ja, die fliegen dummerweise nicht weg, aber ey. Das kann doch jetzt nicht sein. Okay. Wir laufen jetzt drüber. Und wir müssten genau hier entlang. Oh.
Gott, wie geil. Boah, ich liebe das Level jetzt schon, auch wenn es wahrscheinlich am Ende ziemlich schwer sein wird. Weil, ey. Die Kartenkönigin. Yo. Wie komme ich denn jetzt darüber? Ah. Boah, ja. Komm runter. So kommt das Ding nicht runter, muss ich vorher nirgendwo noch was machen? Scheinbar. Licht, eine Erinnerung. Licht ist nutzlos, wenn das, was es beleuchtet, Schmerz und Leid verursacht. Besser man versenkt solche Dinge in den dunklen Tiefen der Lethe. Dem Fluss des Vergessens. Okay, also man soll seine Augen nicht überall haben, denn man kann auch leicht damit erfahren. Was nützt das? Wieso? Nützt das hier zu sein? Das verstehe ich nicht. Kann ich da jetzt... Nein. Mit der zweiten Fernkampfwaffe draufschießen? Nein.